Bevor du irgendwelche Beats benutzt, die dir nicht gehören, rufst du einfach an und fragst, ob das okay ist, du Lutscher. Du Lutscher. Ratte, willst du die hier Feinde machen? Das hier ist kein Gequatsche, reine Fakten, meine Rache. Deine Platte? Ey, was klaut der Bastard mein Beat? Jetzt kriegt die kleine Fotze endlich das, was sie verdient. Was für Rich Kids, weißt du, was der Witz ist? Das hier ist keine Promo, pass mal auf, dass du keinen Stich kriegst. Der pädophile Daddy ist am Rollen im Business. Er bot mir 50.000 Euro an, um Sony zu dissen. Du intrigante Missgeburt, ich spiel bei euren Spielen nicht mit. Ihr habt niemals mitbekommen, was richtige Familie ist. Ob er nur an Kohle denkt, muss man nicht fragen. Für ein paar Scheine würdest du auch deine Mutter verraten. Weißt du noch, vor EGJ hab ich dich bei mir aufgenommen. Ich gab dir alles, was du brauchtest, Essen hast du auch bekommen. Und heute machst du kleiner Pisser ein auf Pimp. Doch früher warst du nur ein kleiner Holzkopf wie Jim Knopf, der im Solarium die Klappe nicht schließt. Nur sein Rücken war gebräunt, alle lachten sich schief. Wo hast du Lappen denn Geld? Sag mir wo. Ich muss sagen, deine Ketten, deine Uhren sind echt krasse gefälscht. Mal im Ernst, jeder weiß, wie gefährlich du bist. Immerhin bedrohst du gerne minderjährige Kids. Sie war 16 Jahre alt, wurde schwanger und war ganz allein. Du dachtest, und zwang die Schlampe abzutreiben. Hast sie mit dem Tod gedroht, sie hatte Angst, sich anzuzeigen. Zahlt ist den Eingriff und dann sollte sie dankbar sein. Dieser Emery, das kann er nicht bringen. Das mit dem Singen hat auf einmal einen anderen Sinn. Da kam er hinter deinem Rücken bei mir angekrochen und entschuldigt sich in aller Form. Ich hab seine Angst gerochen, um es wieder gut zu machen, bot er mir einen Remix an. Vielen Dank, aber nicht mit mir, du Hurensohn. Ich hoffe, dass du diese Scheiße jetzt bereust. Du hast 1 Million Fans, doch nicht einen echten Freund. Du bist immer noch ne Bitch. Jeder Drecks-Ex-EGJler weiß, dass du hinterfotzig bist. Sag, stimmt es oder nicht? Komm, du warst das größte letzter Maus. Sonny Black und Sark getrennt. Am Ende ging die Rechnung auf. Und was mich sauer macht, ich hab dir damals echt vertraut. Warum hast du ein Verhältnis mit dem Vater deiner Frau? Es ist raus und jetzt kriegst du Probleme. Hab das Video gesehen, ich glaub, du weißt, wovon ich rede. Ey, du Spuchtel, eigentlich kann man das nicht glauben. Sag mal, hast du ein Fetisch oder was ist da gelaufen? Mit der Transe streit es ab oder werd ich dagegen? Aber wieso waren im Clip 2 Schwänze zu sehen? Doch egal, wieder finden sie es Hammer, wieder Baba flaut. Ich ficke deine Huren-Junkie-Mama aus dem Katalog. Eine Frage, Mann, was kam mir letztens zu Ohren? Du hast gegen so ein Homo eine Wette verloren. Ja, ich rate dir, du Spaß, mit den Drogen richtig umzugehen, um zu vermeiden, fremde Hosen in den Mund zu nehmen. Ich geb'n Fick, wie viel CDs du verkaufst. Bei deinen Freunden würd ich aufpassen, wem du vertraust. Sample hin, Sample her, mir geht's ums Prinzip, du Spaß. Ich scheiß darauf, wenn du früher mal gefeatured hast. Berliner Beat.